Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von To the Moon. Wir sind fleißig am Erinnerungen sammeln und ja, ich würde jetzt mal sagen, wir fangen gleich an und gehen mal zum Anton. Hier ist nämlich auch schon wieder so ein süßes kleines Schnabeltier, das hat uns bestimmt irgendwas zu sagen. Das müssen wir jetzt zerschießen, das kennen wir ja schon. Ja. Und nochmal. Bisschen wie Sailor Moon. Okay, wir haben nicht genug. Wir brauchen noch mehr Memory Links. Hier konnten wir nichts anklicken. Oh, schon wieder diese traurige Musik. Ja. Hier kommen auch keine Füße, das heißt, ich kann hier gar nicht nach unten. Mal alles ganz genau absuchen, ob irgendwann die Lupe erscheint. Vielleicht einfach nochmal mit ihm reden. Nein. Ah, ich gehe nochmal rein. Ich habe bestimmt wieder irgendwas übersehen. Nach da unten hätte ich ja nicht können. Aber hier gibt es doch gar... Oh, okay. Eine kaputte Leuchtturmlampe. Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Da hätte ich auch so drauf kommen können. Oh, der letzte Link... Beschießen wir mal das Ding hier. Ich kann das gar nicht richtig erkennen. Was ist das? Memento vorbereitet. Ach nein, nein. Das ist ganz ehrlich, das ist für mich wie ein Horrorspiel. Es ist wie ein Horrorspiel. Es gibt kein Entkommen. Ich muss schon wieder dieses Puzzle machen. Oh, ideal. Zeigt die Anzahl der Mindestbewegungen, die benötigt werden, um einen Moment zu... Okay. Ja, gut, beim letzten waren es 3, ich habe 43 oder so gebraucht. Ja, dann gut. Ideal auch wieder 3, das schaffe ich doch mit links, das ist gar kein Problem. So, und dann würde ich einfach sagen, hier unten. Oder muss ich jetzt das hier machen? Ach, ich mache einfach hier unten. Ja, geht doch. Es geht doch. Gut. Wisst ihr, das war alles nur gespielt in der letzten Folge. Eigentlich, ich bin ja schon auch Pro-Puzzler. Memento aktivieren. Oh. Schon wieder die ganzen Hasen. Es kommt ganz gut hin. Wir sind jetzt auch schon übrigens ein bisschen jünger, wie mir scheint. Und hören wir da ihr Herz schlagen? Wenn deine Operation bezahlt ist, wird noch genug übrig sein. Also mach dir keine Sorgen. Okay. Notlüge. Das heißt, sie ist wirklich schwer krank. So nennt man das doch, oder nicht? Nein, ich bin sicher, wir können einfach... Hör auf. Ich mag es nicht, wenn du lügst. Ich habe nachgerechnet. Ich weiß, wie es aussieht. Warum willst du mich gegen meinen Willen überzeugen? Wir brauchen das Geld für deine Behandlung, River. Ich
weiß, dass Anja dir viel bedeutet, aber das hier, das geht zu weit. Ich meine, sie ist nicht einmal... Weißt du, was mich glücklich macht, Johnny? Was? Weißt du es? Nun, ich weiß es. Ich hoffe, du kannst mir dabei helfen. River. Wenn die Papiere für meine Behandlung ankommen, werde ich sie nicht unterzeichnen. Was du mit unserem Geld machst, kannst du selbst entscheiden. Aber wenn du meinen Wunsch erfüllen möchtest, dann verwende das Geld, um das Haus fertig zu bauen. Und dann möchte ich, dass du nach ihr siehst, jeden Tag, den du dort lebst. Besuch sie, sprich mit ihr, tröste sie. Ich will nicht, dass sie allein bleibt. Und was ist mit dir? Glücklich. Ich werde glücklich sein. Johnny? Ja? Ich habe das hier gemacht. Sag mir, was es ist. Was? Sag mir einfach, was es ist. Es ist ein Hase wie die anderen, die du gemacht hast. Und weiter? Naja, er ist aus Papier. Und weiter? Der Körper ist gelb und der Rest ist blau. Gut, und weiter? Du, River. Ich habe ein Lied geschrieben. Es ist für dich. Okay. Nun, möchtest du es hören? Ja. Du hättest nicht extra das Piano hochbringen müssen. Ich kann dich sehr gut hören, wenn die Tür offen ist. Es heißt Phil River. Warum so klischeehaft? Das ist nur ein Arbeitstitel. Ich möchte noch ein bisschen zuhören. Einfach nur schön. Wer ist diese Anja, von der die beiden gesprochen haben? Wenn sie so wichtig ist, hätten wir sie nicht in seinen späteren Erinnerungen sehen müssen. Schätze, er hat sein Versprechen letztlich doch nicht gehalten.
Es sei denn was? Egal. Hey, das ist doch dasselbe Lied, das die Kinder vorhin gespielt haben, oder? Ja, stimmt. Vermutlich hat er es ihnen beigebracht. Ach, weißt du, das hier zieht nur meinen Testosteronspiegel runter. Ich mache mich auf den Weg, denn ich bin männlich. Ich habe schon meine Memory Links. Kommst du mit oder willst du noch selbst weiterschauen? Selbst weiterschauen. Geh du vor, ich hole dich schon ein. Vermisst du nicht auch die Zeit, als die Konvertierung von MP8-Audiodaten aus Erinnerungen noch legal war? Ja, ich vermisse diese Zeit. Ich glaube, in meinem ersten Arbeitsjahr habe ich über 2000 Songs mit nach Hause genommen. Ja. Und dann hat man auch noch die Musik angehört und sich nicht einfach nur durchgeklickt. Ach, ich könnte ewig zuhören. Ah, schon wieder das Märchen. Ich schaue mich jetzt einfach nochmal im Haus um. Denn wir müssen ja auch unsere Memory Links vollkriegen. Nikolas, ich sage dir, das wird so nichts. Und wenn wir es auseinanderbauen? Sieh uns an schon. Wir sind nicht gerade in dem Alter, wo man noch Pianos herumdreht. Weißt du was? Wenn es dir so viel bedeutet, dann besorge ich ein paar Profis. Ich kann dir nicht helfen, das Haus zu retten, also ist es das Mindeste, was ich tun kann. Das war so sein bester Freund. Und wir hören immer den Herzschlag im Hintergrund. Und das Glas eingelegte Oliven. Da mag jemand Oliven wirklich gern, ja. Eine Schüssel mit durchgerührtem Teig. Boah, jetzt habe ich irgendwie richtig Lust auf sowas wie Waffeln. Oh. Manche Leute haben ja wirklich nur Lust auf Waffeln an Weihnachten, auf dem Weihnachtsmarkt. Aber ganz ehrlich, eine Waffel. Eine Waffel kann man einfach jeden Tag essen. Das ist zumindest meine Meinung. Oh, ich hätte jetzt so gerne eine. Ja, wir haben die Memory Links voll. Wir haben sie voll. Und ich würde sagen, das Abschießen, das machen wir in der nächsten Folge. Dieses Mal war es mal wieder sehr emotional. Wir haben einiges erfahren über die Beziehung von John und seiner Frau. Und es geht wohl tatsächlich um diese schwere Krankheit und auch um Pläne, die zu zweit eben nicht mehr verwirklicht werden können. Sie weiß genau, sie können diese teuren Rechnungen nicht bezahlen für das Medikament, aber und das wird wahrscheinlich auch nichts mehr bringen. Deshalb hat sie auch gemeint, Notlüge. Aber so ist das halt zu zweit. Zu zweit versucht man sich an jeden Strohhalm zu klammern, dass es dem anderen besser geht, wenn es ihm schlecht geht und füreinander da zu sein und füreinander zu kämpfen. Mit diesen Worten verabschiede ich mich. Wir sehen uns hoffentlich nächstes Mal. Stolpern durch die Gaming-Welt. Aber hoffentlich mit ganz viel Herz. Tschüss.